Moin, moin und hallo zusammen. Ja, es ist regnerisch geworden und das passt dramaturgisch, aber möglicherweise ganz gut zum Thema heute. Und ihr seht es vielleicht an der schicken Brücke dort drüben. Also nicht an der Eisenbahnbrücke, wobei die ist auch ganz schick, ja, sondern an dieser neueren hier. Wir fahren gerade über den Rhein und reiten mal wieder nach Frankreich ein. Und ich bin auf dem Weg zum Europäischen Parlament. Da war ich ja, ach, wie lange ist das jetzt her? Vor 2 Jahren, 3 Jahren oder so, ich weiß gar nicht mehr genau. Huch, fünfter Gang, das klappt so nett. Ja, da war ich ja schon mal und hatte da ein Video gedreht mit dem Titel Brexit. Europäische Institution links steht auf dem Schild. Jetzt müssen wir mal ein bisschen schauen. Hier, französischer Verkehr am Samstag. Ich hoffe, ich kann mich hier hinreichend anpassen. Naja, auf jeden Fall hatte ich da ein Video zum Brexit gedreht. Und wir haben jetzt den 1. Februar. Und vor wenigen Stunden ist das Vereinigte Königreich tatsächlich aus der EU ausgetreten. Wobei, naja, also formell ja schon. Aber jetzt hat man erstmal so eine Übergangsregelung gefunden, dass sich in der Praxis eigentlich relativ wenig ändert. Und natürlich gehen die Verhandlungen munter weiter. Aber ich denke mal, am Ende des Tages wird es auch langfristig darauf hinauslaufen. Ja, dass, sag ich mal, doch eine viele Vereinbarungen geschlossen werden, die das Vereinigte Königreich sehr eng an die EU binden. Ja, Kreisverkehr, selbstverständlich. Wir sind in Frankreich. Ja. Mittlerweile war ich ja so häufig in Frankreich, dass ich mich etwas besser schon zurechtfinde. Natürlich verstehe ich immer noch kein Wort, aber ja, ganz so fremd ist es dann ja doch nicht mehr. Und außerdem, wenn wir beim Thema EU sind, werde ich ja nicht müde bei solchen Gelegenheiten. Guck mal, L'Erotisme. Eine Pornomesse, ja. Ja, manche Sachen verstehe ich ja doch. Ich weiß gar nicht. Naja. Wo war ich stehen geblieben? Ich bin ganz abgelenkt. Hier rüber. Genau, bei solchen Gelegenheiten erwähne ich ja immer, dass ich zwar jetzt Deutschland verlassen und in Frankreich bin, aber das ist zwar ein anderes Land, aber letztendlich habe ich ja das Inland nicht verlassen. Ne? Also, ihr merkt schon, ja, ich fühle mich primär mal als EU-Bürger und habe mich also mit diesem ganzen europäischen Gedanken sehr gut identifizieren. Bei allen Problemen, die es in der Praxis dann natürlich in der Detailausgestaltung so hat. Ah, hier war ich beim letzten Mal auch, da kann ich mich doch dran erinnern an die Kreuzung, ja. Ich meine, das ist dann in solchen Städten natürlich eigentlich immer gut, sich dann in die regionalen, frei interpretierten Verkehrsregeln einzufügen, ja. Dann kann man am schönsten im Verkehr so ein bisschen mitschwimmen. Das würde allerdings jetzt im Falle eines Motorradfahrers bedeuten, dass ich hier wie Sau fahren muss. Und das mache ich ja nicht. Also deswegen bin ich hier, glaube ich, doch etwas ein Fremdkörper. Die Lücke, die Leute gucken auch schon wieder ganz irritiert, dass ich ja an der Ampel nicht bis nach vorne vorfahre. Ja. Aber ja, da müssen sie hier jetzt halt durch.
Zebrastreifen. Ja. Wenn die alle anderen fahren, fahre ich auch. Ah, genau. Hier geht es ja schon so langsam los. Da sieht man auch die ganzen Flaggen. Und wer genau hinschaut, den wird feststellen, die des Vereinigten Königreiches ist nicht dabei. Ich wollte gerade sagen, sie fehlt, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie wirklich fehlt oder einfach nur nicht mehr dabei ist. Ja. Also, so, der Sommer mitten auf dem Radweg. Und ja, ich meine, genau hier, oder war es ein paar Meter weiter rechts, stand ich halt damals auch. Damals, das war der, da war ein, zwei Tage, nachdem die Briten ja die Austrittserklärung, oder nicht die Austrittserklärung abgegeben haben, das war noch früher, als die, genau, und ein, zwei Tage nach der Volksabstimmung, so war es, genau. Und ja, jetzt stehe ich wieder hier. Wie gesagt, der Austritt ist formell erfolgt. Aber in der Praxis ja, hat man da doch was gefunden, was doch eine weitgehende Kopplung beider Einrichtungen, also EU und UK, aneinander bedeutet. Ich erinnere mich daran, dass ich letztes Mal gesagt habe, als ich hier war, das nächste Mal fahre ich nicht zu diesem EU-Parlament, sondern zu dem anderen in Brüssel. Muss ich gestehen, zu meiner Schande, ich bin doch wieder in Straßburg. Aber ja, egal, ja. Ich wollte heute ein bisschen mit dem Moped fahren und habe mir gedacht, okay, jetzt brauchst du ja wie immer, wie üblich, auch irgendwie so ein Ziel, wo du hinfahren kannst. Das ist doch vielleicht eine ganz nette Kulisse, um auf das Thema Brexit nochmal einzugehen. So, und jetzt versuche ich hier doch einfach mal so ganz französisch, ja, mich hier in den fließenden Verkehr einzuschlängen. Ist das okay so? Ja, ich glaube, das ist in Ordnung, ja. Also, solange keiner guckt, soll das wohl passen. Und außerdem, ja, wenn mich hier jemand kontrolliert, ich kann ja eh kein Wort Französisch. Insofern, worüber sollte sich ein Polizist mit mir hier auch schon unterhalten? Jetzt muss ich nur mal schauen, wie ich aus Straßburg wieder rauskomme. Erstmal bin ich ja schon froh, dass es, dass das Wetter hier so ein bisschen besser geworden ist. Und nicht mehr regnet. 15 Grad. Ja, nicht so schlecht. Ui, was ist das denn hier? Ist das die irgendwie türkische Flagge weht da? Alles eingezäunt, alles voller Kameras. Ist irgendwie so eine türkische Botschaft oder sowas? Könnte vielleicht sein. Und das hier? Das ist aber nicht der Rhein, ja? Also zumindest nicht der Hauptarm. Dafür ist er dann doch vielleicht ein bisschen zu schmal, würde ich sagen. Ach, wir fahren hier mal geradeaus. Ah, da steht ein Wegweiser, Kehl. Gott sei Dank. Auch hier die Bötchen, schau mal. Das ist ja fast wie auf der Seine, ja? Fehlt ja nur noch der Eiffelturm. Ach, da steht ein Moped auf dem Boot. Wisst ihr, der kennt sich aus. Auch mit so Bötchen mal so eine längere Tour oder Fahrt oder wie man das nennt, über so kleine Kanäle und kleine Flüsschen. Das finde ich auch ganz schick. Und was ist das für eine Kirche? Jesus. Ja. Alemannia hier links.
hoch. Ach, hier geradeaus geht zum Hafen. Ich dachte gerade, ich fahre doch nicht links, ich fahre geradeaus zum Hafen. Aber hier hat so Hafenbecken und dergleichen. Und irgendwelche Fähren und so. Ja, ich glaube, hier fahren wir mal wieder raus. Ja. Ich glaube, hier sind wir falsch. Da fahren wir dann doch lieber mal hier wieder über die Brücke da vorne. So weit geht mein Experimentiergeist dann doch schon wieder nicht, ja. Nicht, dass ich hier noch auf so einem Hafengelände festhänge mit und dann wird es irgendwann dunkel und nachts und kalt und dann sind da nur so alte, starke, bärtige Seeleute, ja, so Seewolf-Typen. Ich weiß ja nicht, ja. Ja, ihr merkt schon, zum eigentlichen Brexit politisch und dergleichen erzähle ich gar nicht so viel. Aber was soll man auch groß erzählen, ja? Also das Thema wurde ja in der Vergangenheit jetzt wirklich hinreichend diskutiert, ja. Ja, ich sag mal, jeder nach seiner Fasson. Wenn man weit austreten zu müssen, tritt man halt aus. Ich meine, am Anfang, direkt nach diesem Ergebnis der Volksbefragung, waren ja alle alle relativ nervös. Was heißt alle, ja? Also so die Pro-Europäer oder Pro-EU, muss ich sagen. Pro-Europa ist ja noch was anderes als Pro-EU. Weil da war ja so ein bisschen die Stimmung, oh, wenn die jetzt austreten, dann andere Länder wollen das irgendwie dann vielleicht auch. Da gibt es da ähnliche Bewegungen. Aber letztendlich hat die Zeit dann doch gezeigt, dass diese ganze Brexit-Diskussion so ein bisschen dazu geführt hat, dass sich viele Menschen bewusst geworden sind, dass vielen Menschen bewusster geworden ist, was die EU neben skurrilen Verordnungen und krummen Gurken und dergleichen denn so tatsächlich an Werten bringt und was da alles für Vorteile mit verknüpft sind. Ja, und das Ergebnis ist eigentlich heute, dass die EU so stark ist wie kaum zuvor. Alle Brexit-ähnlichen Gedanken von anderen Staaten sind in der Versenkung verschwunden. Und ja, gerade wenn man sich so die Einschätzung der Bevölkerung, ob die EU jetzt eher positiv oder eher negativ ist, wenn man sich da die Verteilung nach Alter des Befragten anschaut, dann stellt man ja fest, dass gerade die Jüngeren da sehr pro EU eingestellt sind. Insofern, ist, glaube ich, dieser formelle Austritt jetzt, das, was es halt ist, ein formeller Austritt. Und ansonsten, abseits von den Leuten, die jetzt wirklich konkret betroffen sind, zieht das jetzt, glaube ich, nicht viel Negatives nach sich. In diesem Sinne, ich versuche immer noch hier auf die andere Rheinseite zu kommen. Ich habe vorhin die Ausfahrt verpasst und muss jetzt hier die nächste Brücke nehmen und hoffe, die kommt dann auch gleich irgendwann mal. Oh, es geht los. Hier möglicherweise der Rhein. Ja. Nachdem ja vorhin schon ein Franzose fast hier hinten in die Karre gefahren wäre, weil der vor mir war natürlich, ohne zu blinken, hat er eine spontane Intensivbremsung hingelegt, um rechts abzubiegen, sodass ich auch entsprechend bremsen musste und schwuppdiwupp ist der hinter mir natürlich fast
mir fast drauf gefahren. Aber es ist so ausgegangen wie immer in Frankreich. Es gab ein deftiges Hubkonzert. Und dann ging es einfach normal weiter. Ja. Ja, ist ja dankenswerterweise auch nicht wirklich was passiert. Ja, hier war ich ja auch noch nie. Ah, Kieswerk. Ah, da könnte ich auch mal ein Video drüber machen. Der Sand geht nämlich aus, ja. Bauvorhaben stehen still, weil kein neuer Beton produziert werden kann, weil es nicht mehr genug Sand gibt. Bundesrepublik Deutschland, da steht's. Naja, also ich glaube, dann haben wir auch genug EU-Themen für heute. Das Wetter ist sowieso bescheiden. Ich tingle jetzt gemütlich mal wieder 3 Stunden nach Hause. Naja, stimmt gar nicht. 2 Stunden 29 Minuten. Und ja, dann sieht man sich wieder bei vielleicht ja schönerem Wetter oder Schnee. Wer weiß, was es dieses Jahr noch gibt. Ciao, ciao.